Hallo und herzlich willkommen zu Kaito Dan Kensho. Mein Name ist Kensho. Hallo Kaito. Hallo Kensho. Wir bereiten heute Ananas Curry mit Reis vor. Lecker. Als Besonderheit der Show bereitet unser Außenmoderator Hong Ling einen besonderen Cocktail aus Indonesien zu. Hallo, willkommen auf Bali. Heute hier bei Hong Li Mobil. Ich bin Hong Li. Und ja, heute haben wir eine schöne Gastköchin und wir schauen mal, was sie uns anbietet. Ida. Hallo. Hallo. Ja, was machen wir denn heute so Schönes? Ja, wir haben heute verschiedene Zutaten und das geht relativ schnell. Ja. Ja, einmal haben wir Reisschnaps, der ist ja hochprozentig. Sehr schön. Dann haben wir Orangenlikör aus Ecuador. Ja. Und dann noch Honiglikör. Und dann noch Limetten. Ja, natürlich, die dürfen nicht fehlen. Aber bevor wir loslegen, Leute, seid ihr nochmal bei Kaito. Wir sehen uns nachher. Kaito, was brauchen wir? Wir brauchen alles. Eine Ananas. Wir brauchen Minze. Wir brauchen Ingwer. Wir brauchen noch mehr Minze. Frühlingszwiebeln, Kreuzkümmel, Kardamom, Nelken, Koriander, Curry. Und selbstverständlich noch Reis. Womit fangen wir an? Mit dem Reis, der braucht am längsten. Und dann kochen wir als erstes, damit alles schnell fertig wird. Hol mir einen Topf. Gerne. Wir drehen den Herd etwas hoch. Stellen diesen komischen Wok hier weg. Wo soll ich das Wasser hinstellen? Stell den da hin. Okay. Kommen wir zur Ananas. Die Ananas kann man in verschiedenen Varianten schneiden. Ich schneide sie in der Viertelvariante. Ich werde Ihnen später noch mehr dazu erzählen. Als erstes schneiden wir bei dieser Variante den Kopf ab, etwa so. Kann man das auch essen? Ja, aber es schmeckt nicht. Okay, schade. Dann schneiden wir den Boden ab. Das geht auch ganz fix. Viel Kraft braucht man dabei nicht. Und nun können wir uns entscheiden, ob wir die Ananas vierteln, etwa so, oder die Schale außen rundherum abschneiden und möglichst viel Fruchtfleisch verschwenden. Ich schneide die Vierviertel-Variante etwa so, dass ich die Ananas halbiere. Dann mit einem präzisen Schnitt viertel ich die Ananas nochmal. Nun trennen wir den Strunk vom Viertel und schneiden dann zweimal das Viertel längs. Etwa so. Das schaffen Sie auch alle zu Hause. Danach können wir das Viertel 1, 2, 3, 4, 5, 7 Mal querschneiden und somit erhalten wir ganz einfach und komplex 8 Stückchen. Wir schneiden nochmal rundherum unter dem Fruchtfleisch die Schale ab und schon 8 Stückchen. Oh ja, das stimmt sogar. 8 Stückchen. Bring mal eine Schüssel, Kenshaw. Okay, alles klar, Kaito. Vielen Dank. Hier kommt jetzt unsere Ananas hinein, unsere 8 Stückchen. So, alle hier drauf. Wichtig in der Küche ist auch, was viele manchmal vergessen, das Probieren. Ja. Und schmeckt's? Nee. Ah, oh, schade. Das stellen wir erstmal weg. So, und Hände waschen ist natürlich auch sehr wichtig. Hygiene ist das A und O in der Küche. Es sei denn, Sie haben eine fliegenverseuchte Küche, so wie wir. Kommen wir nun zu den Gewürzen. Wir nehmen einen Mörser, wie Sie sehen. Dann etwa 1,5 Teelöffel von unseren Nelken. Wir zerstoßen sie.
Und wenn sie fein sind, tun wir dann unsere andere Gewürze hinzu und mischen diese ebenfalls nochmal durch. So, das dürfte reichen. Nun kommt ein Teelöffel vom Kreuzkümmel hinzu, vom Kardamom und ebenfalls von unserem Koriander. Das mixen wir auch nochmal. Dankeschön, das war sehr aufschlussreich. Der Kreuzkümmel, der Koriander, der Kardamom und die Nelken sind alles Gewürze aus den südostasiatischen Ländern und sind weit verbreitet im Mittelmeergebiet. Der Kreuzkümmel ist vom Geschmack her bitter, streng und stark. Die Nelken hingegen duften enorm stark, nicht wahr? Oh ja, allerdings. Ja. Und die Curry, ja, das kennt ja wohl jeder dazu. Und sind Sie jetzt fertig? Ja, doch, langsam bin ich fertig. Es dauert noch einen kleinen Moment. Noch einmal mit durchmixen, den Löffel weglegen und fertig. Okay. Nun nehmen wir den Ingwer. Wir können ihn ganz leicht mit einem Löffel schälen. Etwa so. Und dann können wir ihn entweder weiter mit dem Messer verarbeiten oder mit einer Reibe räumen. Kenshu, kannst du mir bitte den vorbereiteten Ingwer holen? Okay, alles klar, mache ich Kaito. So sieht das Ganze nämlich aus, wenn es mit dem Messer geschnitten wurde. Wir haben das klein gehackt schon mal. Und das kommt jetzt alles in unsere Gewürzmischung hinein. Kenshu, kannst du mir bitte ein Brett holen? Alles klar, mache ich. Nun kommen wir nämlich zu unseren Frühlingszwiebeln, die du schneiden darfst. Und ich habe dir gezeigt, wie es geht vor der Show. Und jetzt darfst du das machen. Zwei Stück. Ja, okay. Bitteschön. Und jo. Etwa so groß. Alles klar. Ich kümmere mich währenddessen schon mal um die Nüsse. Es sind Cashewnüsse und ich brauche davon 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11. 11 Stück brauchen wir. Und die hacke ich jetzt klein. Sehr gut machst du das übrigens mit den Frühlingszwiebeln. So hackt man die Nüsse gut. Das ist professionell. Immer schön mit der Rückseite des Messers weiterschneiden. Kannst du schon mal den Herd anmachen? Ja klar, kein Problem, mach ich. Schön volle Pulle. So, unsere Nüsse sind jetzt klein genug. Die kommen jetzt in unsere Gewürzmischung. Packen wir das jetzt alles in den Wok rein? Ja, so ist es kein Charme. Als erstes die Gewürzmischung und gleich hinterher dann noch die Frühlingszwiebeln. So, das berührt schon. Oh, lecker. Das sieht echt gut aus. Ja, das mischen wir jetzt alles nochmal durch. Dann lassen wir das Ganze 3 Minuten lang stehen und noch den Deckel drauf. Okay, in der Zwischenzeit schalten wir schnell zu Hongling rüber, der für uns einen schönen Cocktail vorbereitet hat. Ali, ja, heute machen wir uns einen schönen Reisschnaps. Ja. So, wir nehmen jetzt den Shaker. Ja, ja, machen wir mal rein. Und dann nehmen wir den Reisschnaps? Ja, richtig viel musst du reinmachen, genau. Ja, nee, nicht so viel. Oh, das sieht ja fabelhaft aus. Ein bisschen könnte aber noch, ne? Riecht gut. Ja. Ja, das ist der Honigschnaps. Ne, deine Produzenten, die machen doch auch die Limettenschalen, oder öl ich mich da? Okay, das ignoriere ich mal. Ja. Ja, schütteln, immer schütteln. Schütteln ist richtig wichtig. Ja. Ja, Leute, hört zu, schütteln ist das Wichtigste daran. Und ihr müsst auch wissen, wenn man nicht schüttelt, dann schüttelt es nachher in die Hose. Und was ist das? Das ist Ja, das ist der Orangenlikör. Der kommt jetzt auch noch dazu. Dann schmeckt das Ganze noch besser. Ja, das klingt ja fabelhaft. Ein richtig schöner Orangenlikör. Ja, das ist doch genial. Der darf natürlich nicht fehlen. Wow, das sieht ja schon köstlich aus. Und jetzt die Limetten noch schneiden.
Ja, natürlich noch eine kleine Limette dazu. Ja. Einfach Vierteldot reindrücken, ja. Und das rundet den Geschmack ab. Fertig. Ja, in so kurzer Zeit, das ist ja Wahnsinn. Na, ja, darf ich, ja. Leute, Prost. Oh, das ist das Geilste, was ich je getrunken habe. Ja. Wahnsinn, das ist ja der Hammer. Leute, ihr müsst es unbedingt nachmachen, es ist so einfach und grazil. Das ist der Wahnsinn. Ja. Auf Wiedersehen. Danke, Hongling, für den unfassbar schlechten Beitrag. Kaito, wie geht das denn bei uns weiter? Kenchao, wir sind jetzt hier noch bei der Gewürzmischung. Die ist fast fertig. Dazu kommt jetzt etwas Wasser. Das darf aber nicht zu viel und auch nicht zu wenig sein. Es gibt dem Ganzen etwas Flüssigkeit. So sieht das aus. Soll ich das jetzt da auch noch reingeben? Ja, die Minze ist auch wichtig. Okay. Die hatten wir ja auch vorgeschnitten. Und gibt dem Ganzen ein schönes Aroma. Die Ananas kommt hinzu. Dann mischen wir das Ganze noch etwas durch. Und nun wird das Ganze 10 Minuten stehen gelassen. Auf mittlerer Hitze. So, wir haben die Ananas untergerührt. Jetzt, Kenchao, gib mir doch mal den Reis, bitte. Okay, kein Problem, ich bring dir den Reis. Der Reis ist gut für uns und wir lassen ihn 10 Minuten lang kochen. Soll ich ihn jetzt da reintun? Ja, das solltest du tun. Okay. 3? Ja, 4 Beutel Reis habe ich da jetzt reingepackt, ist das richtig? Ja, ungefähr 4 ist gut. Okay. So, Sambal Öle kommt auch noch dazu. Nicht so viel, etwa ein halber Teelöffel. So wenig? Ja, das ist ganz schön scharf. Okay. So sieht das gut aus. Darf ich mal riechen? Oh ja, es ist tatsächlich ziemlich scharf. Ja, sag ich ja. Das rühren wir jetzt noch etwas unter. Und wir sehen schon, wie sich unser Gericht in eine Köstlichkeit verwandelt. Ah, das sieht doch gut aus. 10 Minuten lang stehen lassen und fertig. Kenchao, wir nehmen jetzt diese Stäbchen und mit denen darfst du den Reis rausnehmen. Okay. Das sollte ja nicht so schwer sein. Und pass mit dem Deckel auf. Ja, kein Problem. So, den Reis nimmst du so raus. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich kümmere mich währenddessen um die Ananas. Die Ananas ist jetzt 10 Minuten lang im Wok gegart. Und kannst du bitte dann den Reis schon mal auf den Tisch stellen? Kenchao, stellst du ihn auf den Tisch? Okay, kein Problem. Mache ich. Sehr gut. So, zum Servieren. Wir wollen nichts verschwenden. Wir nehmen jeden Tropfen, schütteln wir den Wok etwas und schon kommt alles raus. So sieht das doch gut aus. Ja, mit dem Reis sieht das auch schon ganz gut aus. So, das wäre das. Oh, ziemlich heiß. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, wir sind fertig. Alles klar, dann bedanke ich mich schon mal im Vorfeld für Hongling, für den unfassbar schlechten Beitrag mal wieder. Und jetzt können wir servieren. Ja, so ist es. Ich nehme schnell die Messer hier weg. Und Dankeschön für den Teller, du hast gut mitgedacht. Ja, wie immer. Ja, bestimmt. Und ich nehme jetzt etwas Reis. Serviere ihn hier auf dem Teller. Man könnte natürlich jetzt auch noch kleine Häufchen machen, aber ich mag das lieber so. Das sieht natürlich aus. Dann nehmen wir die Ananas. 1-2 Kellen dürft genügen. Die Ananasstückchen sind sehr groß. Das sieht gut aus.
Okay. Alles klar, dann bedanken wir uns an die ganzen Zuschauer, die uns dieses Projekt unterstützen. Ich, Kaito, Dank und Kensho und Hongli sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.